Herzlich willkommen zu diesem Englisch-Erklärvideo zu einigen fortgeschrittenen Punkten der indirekten Rede. Man braucht die indirekte Rede, um zu erzählen, was jemand sagt oder gesagt hat. Falls du nicht genau weißt, was die indirekte Rede ist, dann findest du in unserer Playlist ein weiteres Video dazu. Ich erkläre dir jetzt aber trotzdem noch einmal ganz kurz die Basics zur indirekten Rede im Englischen. Hier haben wir einen Satz in der direkten Rede. He says, I miss you. Er sagt, ich vermisse dich. Oder Mr. Obama said, I saved the USA. Mr. Obama sagt, ich rette die USA. My mother tells me, you have to be at home at midnight. Meine Mutter sagt mir, du musst um Mitternacht zu Hause sein. I was told, our teacher is ill today. Mir wurde gesagt, unser Lehrer ist heute krank. Das sind Sätze in der direkten Rede. Bei der indirekten Rede hat man jetzt zwei Teile. Wir haben einen Introductory Clause, einen einleitenden Teil. Dieser ist mit dem Verb say oder tell, sagen oder erzählen. Und dann haben wir einen that clause, einen Teilsatz, der mit that beginnt. Also zum Beispiel, he says that he misses me. Er sagt, dass er mich vermisse. Das ist ein Satz in der indirekten Rede. Mr. Obama said that he would save the USA. Mr. Obama sagte, dass er die USA retten würde. My mother tells me that I have to be at home at midnight. Meine Mutter sagt mir, dass ich um Mitternacht zu Hause sein müsse. I was told that our teacher was ill that day. Mir wurde gesagt, dass unser Lehrer an jenem Tag krank gewesen sei. Wenn der einleitende oder das Verb des einleitenden Teils im Präsens ist, dann muss man beim that clause oder beim Verb des that clauses keine Veränderungen vornehmen. Dann bleibt es auch in der Gegenwart oder im Präsens. Zum Beispiel, she says you have to be home at midnight. Dort bleibt das Verb im that clause auch im Präsens. She says that I have to be home at midnight. She tells them, I think I see a ghost. She tells them that she thinks she sees a ghost. Man muss also das Verb des that clauses nicht ändern, wenn das Verb im introductory clause im Präsens ist. Wenn das Verb im introductory clause aber in der Vergangenheit ist, dann muss man die Zeit des that clauses auch anpassen. Zum Beispiel, she said you have to be home at midnight. She said that I had to be home at midnight. Sie sagte, dass ich um Mitternacht zu Hause sein müsse. She told them, I think I see a ghost. She told them that she thought she saw a ghost. Auch hier muss man das Verb des that clauses in die Vergangenheit setzen. Jetzt gibt es aber noch andere Dinge, die man in der indirekten Rede anpassen muss, zum Beispiel Personalpronomen, Possessivartikel und Adverbien muss man oft auch anpassen, wenn man einen Satz in die indirekte Rede setzt. Zum Beispiel Personalpronomen. Hier in der direkten Rede, Jess said, I will be at home at 9 o'clock. Jess sagte, ich werde um 9 Uhr zu Hause sein. In der indirekten Rede muss man das dann natürlich anpassen, da ja Jess die Person ist, die spricht. Also Jess said, she would be at home at 9 o'clock. Jess sagte, sie würde um 9 Uhr zu Hause sein. Das ist im Deutschen ja nicht anders. Oder Possessivartikel. Tom said, I injured my shoulder. Tom sagte, ich habe meine Schulter verletzt. In der indirekten Rede muss man das auch anpassen. Tom said he had injured his shoulder. Tom sagte, dass er seine Schulter verletzt habe. Oder Adverbien der Zeit. I said I will be there tonight. Ich sagte, ich werde heute Abend da sein.
Das wird dann in der indirekten Rede zu I said I would be dead that night. Ich sagte, ich würde an jenem Abend oder in jener Nacht dort sein. Oder auch Adverbien des Ortes muss man anpassen. Cindy said I'm going to stay here. Cindy sagte, ich werde hier bleiben. In der indirekten Rede wäre es dann Cindy said that she was going to stay there. Cindy sagte, dass sie dort bleiben würde. Aus hier wird also dort. Hier haben wir dir eine Liste zusammengetragen mit den Adverbien, die in der indirekten Rede abgeändert werden müssen. Hier wird zu there in der indirekten Rede, this wird zu that, now wird zu then, today wird zu that day, tonight wird zu that night, tomorrow the next day, yesterday wird zu the day before, next Monday wird zu the following Monday, next week zu the following week und last week zu the previous week. Ein Beispiel. I'm already here. She said that she was already there. Sie sagte, dass sie schon dort sei. We are going to the airport tomorrow. They said that they were going to the airport the next day. Sie sagten, dass sie am nächsten Tag zum Flughafen gehen würden. What are your plans for next week? He asked me what my plans were for the following week. Er fragte mich, was meine Pläne für die folgende Woche seien. Sind die folgenden Abänderungen für die indirekte Rede richtig oder falsch? Today wird zu this day. Das ist falsch. Today wird nämlich zu that day. Yesterday wird zu the other day. Das ist auch falsch. Yesterday wird zu the day before. Tonight wird zu that night. Das ist richtig. Now wird zu there. Das ist falsch. Now wird zu then. Next Monday wird zu the next Monday. Das ist auch falsch. Next Monday wird zu the following Monday. Next month wird zu the following month. Das ist richtig. Last week wird zu the previous week. Das ist auch richtig. Versuchen wir einmal, Sätze in der indirekten Rede zu bilden. She said, I am busy with cooking now. In der indirekten Rede würde der Satz lauten, she said that she was busy with cooking then. Sie sagte, dass sie dann beschäftigt war mit Kochen. Das now wird zu then. They said, we haven't done our homework for today. In der indirekten Rede ist der Satz, they said that they hadn't or they said they hadn't done their homework for that day. Sie sagten, dass sie ihre Hausaufgaben für diesen Tag nicht gemacht hatten. Today wird zu that day. He said, I will ring her next week. Er sagte, ich werde sie nächste Woche anrufen. Das wird zu, he said he would ring her the following week. Er sagte, er würde sie die in der folgenden Woche anrufen. Next week wird zu the following week. Und last but not least, she said, this is my dog and these are my cats. In der direkten Rede wird zu, she said, that was her dog and those were her cats. In der indirekten Rede. Sie sagte, das war ihr Hund und diese waren ihre Katzen. This wird zu that in der indirekten Rede und dies wird zu those. Auf schularena.com gibt es online noch viele Vertiefungsübungen zu diesem Thema.